So, ich fange mit der Gladiator an. Das ist ein Schiff in meiner Liste. Die ist ziemlich gut bewaffnet. Kann aber noch nicht alles. Ist noch nicht fertig in der Entwicklung. Dann wollen wir mal. Schon. Oh, den habe ich erledigt. Oh shit. Also irgendwie habe ich Probleme mit der Steuerung. Stand by for reintegration. Mach mal lieber Comstep an, das soll mich ein bisschen korrigieren. Gucken, ob es hilft. Ich hab's gerade eben an und wieder ausgehabt, aber irgendwie. Irgendwie tue ich mich ein bisschen schwer gerade hier, der Gladiator zu fliegen. Warum habe ich den jetzt aus dem Visier verloren? Boah, da war ein Asteroid. Oh Mann. Shit. Diesmal war ich wirklich schuld. Tja. Joystick zu fliegen ist eine ganz andere Schwierigkeit. Mit der Maus ist es so viel einfacher. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich fliege nur mit Maus und Tastatur. Weil mit Tastatur und Maus ist halt. Ja, es ist auch eine Gewöhnungssache. Aber wenn man ein Schiff hat, das. Das Feuerwaffen auf einem
Ah, jetzt habe ich vergessen, wie die Dinger sich nennen. Na, dass sie nicht gefixt sind. Von Vorteil mit der Maus. Hier muss ich halt jetzt mit der Nase genau richtig drauf sein. Gimbal Mount. Das war's. Okay. Ansonsten hätte ich ja normalerweise noch einen zweiten in meinem Boot. Ja, der da rausverlangen könnte. Warning. You are approaching simulation boundary. Lock. Scanning. Also, wenn ich jetzt mit der Maus zum Beispiel steuere, sieht das so aus. Funktioniert alles ein bisschen anders. Warning, there are multiple hostiles inbound. Warning. You are approaching simulation boundary. Chap, online. Flare, online. Getting hit! Scanning. Bogey. Whoa. Okay, ich habe keine Ahnung wo. Incoming hostiles. Scanning. Bogey. Da kommt schon, mach schon, mach schon, mach schon, mach schon.
schon. Jo, das ist mit der Maus wirklich einfacher. Und dann ein Gimbal. Da macht man so schon viel schneller kaputt. So, wenn ich also mit dem Joystick steuere, dann ist sofort dieser Gimbal-Effekt weg, den ich mit der Maus noch gerade hatte. Das andere viereckige Symbol, was direkt hier auf meinem Kreuz ist, das ist übrigens die Richtung, in die ich mich noch bewege. Weil es also wieder geradeaus geht, sieht man's. Ein Comstep soll mich stabilisieren. Jetzt habe ich dieses G-Safe aus gehabt für eine gewisse Weile. Kann man etwas andere Manöver fliegen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit rückwärts zu fliegen. Also eigentlich fliegt man in die Richtung weiter in wie man gekommen ist. Dafür muss man gekoppelt ausmachen. Das hier ist das Symbol, das ich quasi hinter mir habe. Ich fliege also jetzt rückwärts. Und das ist das Symbol für vorwärts. Man sieht es an dem Pfeil. So. Ich bin jetzt rausgeflogen aus der Singularität und hiermit endet auch erstmal Gladiator.